Ach, lustig. So. Jetzt so, hier. Genau. Dann auch. Dann da auch. Sehr gut. Und hier runter. Da runter, rüber. Erledigt. Nice one. Next. Was sagt er so? In seinem jugendlichen Schwachsinn. Ja, ja. Voll in Action. Okay. Wow. Man verbrennt dir den Hintern, wa? Okay. Du lebst noch. Was? Wieso? Weil Feuer nicht so schlimm ist. Komm, das zählt, der ist tot. Kollege. Ja, Mann. Das war jetzt echt mehr Glück als Verstand. Geschweige denn. Beziehungsweise, Feuer ist böse, aber brennende Dinge sind nicht so böse. Da bist du plötzlich nur auf zwei Beinen und ein bisschen langsamer. Ah. Weil der Hintern brennt und so. Ja, ja. Puh, naja, da. Verbreitet Liebe, ja. Das ist hast du schon mal Remote Play mit einem PlayStation Vita System ausprobiert? Du könntest gerade auf der Toilette sitzen. Nein, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich keine PlayStation Vita hatte, weil ich das doof finde, dass es ein Spieldings gibt, wo es keine Spiele zugibt, sondern bloß online. Und ja. Aber unabhängig davon. Oh, Endsequenz. Hä? Endsequenz. Wir haben einen. Yay! Auf Wiedersehen. Macht das einfach fantastisch. Ach so? L2 gedrückt und... Das Winken quasi. Man muss so aggressiv winken. Ach je. Ach, kann man da dann direkt diese anderen Level anwählen oder was? Ja, ich denke. Oder, okay. Oh, ein Bärchenschloss. Dieses muss auf einem Spielfahrschiff gespeichert werden, bitte. Nee, danke. Hm? Geh da an die Grenzen, ja. Sind wir, glaube ich, schon. Aha. Wir können uns das jetzt nochmal kurz die Oberwelt-Map hier angucken und vielleicht die erste Sequenz, aber dann in der nächsten Session. Ach, Russland, natürlich sind hier Bären. Yay. Warte, warte, warte. Stehen wir auch auf, nee, wir stehen immer auf anderen Ebenen. Wir werden niemals auf einer Ebene stehen können. Damit wir uns nicht in die Quere kommen. Trotzdem lustig. Ja. Oh, warte, 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 warte. Ah, wichtig, ja, sehr gut. Aber auch Gott, komm, 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 komm,
Also dasselbe nochmal. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, aber das, wie gesagt, für mich in der nächsten Session. Ja. Wie kommen wir wieder raus eigentlich auf die Map? Nein, da nicht. In die Option vielleicht? Ah. Zurück zur Karte. Ich will mir jetzt mal ganz kurz nochmal den Level-Editor anschauen. Ja, klar. Einfach nur mal reingucken. Ja, guck so wie du willst. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht verstanden und habe auf ein Tutorial gehofft. Also prinzipiell ist er ziemlich intuitiv, aber... Da ist doch diese suffisante Stimme, die immer alles erklärt. Ja, aber da hat sie nichts erklärt. So. Ich erwarte, dass er noch ein anderes Tutorial kommt. So. Genau. Ah ja, die sind dann in Bücher umgeteilt. Prolog, Buch 2. Dann scheint da hinten das mit dem Wal und noch ein, also scheint noch einiges zu sein. Ja. Und bei Abenteuer neue Story oder mehr Stories? Gehen wir wieder auf mehr Stories. Die Heimreise. Ne, hier da oben Big Bang, Little Big Planet 2, 3. Gehen wir runter. Adventure Time Level Paket. DC Comics, genau, aber das ist ja wirklich so einiges. Aber wo waren das mit dem anderen? Verdammt. Nightmare Before Christmas. Oh, geil! Muppets. 2 Move Pack. Okay. Toy Story. Marvel. Ich meine, der kostet Geld. Kosten die was? Ja. Die, wie gesagt, DC und Marvel. Die wären auf jeden Fall noch eine Idee wert. Auf jeden Fall. Monster Metal Gear Solid, okay. Er soll auf der PlayStation. Also das ist aber auf... Ne, das muss man auch, oder? Musst du für eine aus dem Store kaufen, die Heimreise, ja. Okay, ne, war das was anderes? Wo war das? Ah, ne. Ah, da. Hier, die Heimreise. Dann wird man 2. Da ist das DC her. Ah. Ach so, ah. Okay, ich hatte das nur so grob gesehen. Ich hatte jetzt nicht direkt drauf geachtet. Okay. Aber die Idee überhaupt, wenn wir wissen, wie wir Levels machen, dann auch gerne mit DC und Marvel. Ja. Die Storys auch von DC und Marvel. Mhm, gerne. Genau. So, der Titel ist jetzt beim Ich. Ich. Wir haben dich, was von dir erwartet, gestalten und teilen.
Du kannst deine Lieblingsaspekte zeigen, deinen Avatar ändern und sogar all die den herzlichen Dinge sehen, die in diesem Planetarium dir dies sagen. Gib deinem Profil. Okay. Und der Editor ist nicht auf meinem Mond. Wir präsentieren deinen Mond. Nein, nicht das langweilige Alien-Raumschiff am Land. Das einzige Ach, ich könnte auch mitmachen. Okay. Ich kann sogar zusammen Levels erstellen. Du willst diesen Öl mit deiner eigenen Fantasie. Gestalte diesen Ort auf eigene Erfindung. Reaktion, Idee, Emotionen, Grenzen, und an die Arbeit, denk an das Mittelbeklernet. Ich gestalte, deshalb teile ich. So komme ich hier hin. Und wenn du runterdrückst, der fliegt schon nicht mehr. Das hatte ich schon rausgefunden. Und basteln kann man halt hier mit dem mit der Basteltasche. Okay. Moment. Globales Zeug. Basteltasche. Du kannst auch die Größe verändern von den Teilen. Ja, ist machbar, der Sprung. Ja, der ist schon ziemlich krass, der Kreator. Ja, wie gesagt, da muss ich mich auch noch richtig reinarbeiten. Ich kann mir halt richtig geil vorstellen, weil bisher jede Community, die ich so gesehen habe, da waren immer so kreative Leute bei. Und dass der, den wir gleich noch freischalten werden, wie, oder? Wie kannst du wechseln? Auf die Erde. Ah. Und natürlich noch der letzte. Der kann von Hause aus fliegen. Aber auch so hier Flappy Bird mäßig, dass man immer wieder X drücken muss. Weil da kann man dann so Ausweichlevel und so zurecht machen. Kann ich mir schon ganz lustig vorstellen.
Arti ist leicht überfordert. Alter. Okay. Hui. Ach, versuch's jetzt was für Ortzock. Das rechte Basteln. Moment. So. Jetzt muss man nämlich hier. Ja, man kann auch so durch. Und. Achso, das. Ach, ich habe gar nicht. Achso, das wäre aber so ein Teleporting, was du da angesetzt hast. Ja. Ach so. Aber an sich kann man mit Ortzeug ja auch normal durch. Ja, dann ist aber die Frage, ob man das Spiel wirklich durchspielen muss, um das Equipment zusammenzukriegen. Und die Welt ist halt riesig. Aber du siehst ja am Rand auch, dass es irgendwann zu voll ist, also. Unendlich voll kann man die dann auch nicht machen. Gesammelte Objekte.